Tai Chi Form Nummer 3. Die Nummer 2 endet in der Schutzhaltungsstellung mit dem Gewicht dreiviertel vorne. Wir ziehen zurück, machen den rechten Fuß frei, drehen den Körper und den Fuß nach vorn und zentrieren uns wieder. Dann sinken wir sowohl die Hüfte als auch die Arme unten vollständig loslassen. Arme, Hände hängen lassen. Das spüren, auch die Fußsohlen spüren. Gleichzeitig aufrichten. Dann mit Einatmen geht die Hüfte hoch, das Tantien und die Arme schweben hoch zum großen Kreis. Die Form heißt die Peitsche. Und im Sinken der Arme gehen wir auf den rechten Fuß, zentrieren uns dort in der Mitte, der linke Fuß bleibt angetippt. Die rechte Hand macht jetzt den sogenannten Vogelschnabel, diese drei Finger kommen zusammen. Die werden in der Mitte der linken Hand versteckt und die Hand macht einen Kreisbogen vor dem Körper. Wieder sinken, ausatmen, entspannen unten, dann seitlich hochschweben lassen. Schultern entspannen, nur die Arme sind hoch, wie bei Matrix. Wer den Film nicht gesehen hat, angucken. Dann gehen die Hände zusammen und gleichzeitig die Füße auseinander. Das Gewicht bleibt aber rechts. Der linke Fuß wird noch nicht abgelegt mit Gewicht. Rechts Vogelschnabel machen und während wir nach links gehen, gucken wir der rechten Hand hinterher und dann schützen wir uns links. Gewicht ist 70% links. Die Ellbogen hängen und hier der Vogelschnabel ist entspannt. Das ist die Peitsche in unserer Form.